Vielen Dank, Bedo, für das tolle Kompliment. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du der coolste Mensch auf der Welt bist. Ja, wir sind unterwegs hier wieder zur späten Uhrzeit und sind auf der Suche nach einer ganz besonderen Frau. Denn ich habe mir sagen lassen, heute feiern wir hier 6 Jahre André Zirkel Couture, also einen kleinen Geburtstag. Letztens noch den 20. Geburtstag von André Zirkel selber, aber diesmal von dieser schnuckeligen Filiale. Und heute kommt ein Topmodel in die City, liebe Freunde, und zwar das Jahrhundert-Playmate Gitta Sachs. Geht runter wie Öl, oder? Also Gitta Sachs, liebe Freunde, das ist definitiv die schönste Frau auf diesem Planeten, neben anderen Frauen. Aber sie ist definitiv mit einer der schönsten. So viel steht fest. Wir gehen mal rein und gucken mal, wie die Atmosphäre so drin schon ist. André! Alles Gute zum Geburtstag, zum zweiten Mal. Jetzt bist du nicht nur 20, sondern jetzt bist du 6 Jahre alt. Richtig. Du wirst immer jünger. Ja, ich weiß. Es geht immer weiter. Nächstes Jahr feiern wir 0. Nein, das Geschäft hier habe ich jetzt seit 6 Jahren. Und insofern war das mal wieder ein Anlass, ein paar Leute einzuladen. Und ich würde sagen, die fühlen sich alle recht wohl. Es macht Spaß. Eine sympathische, hübsche Frau braucht ja auch ohne Make-up. Ich meine, Jule kann auch ohne Make-up, oder nicht? Ja, ne? Jule kann ohne Make-up. Guck mal, wie hübsche Augen sie hat, die Farbe. Ich weiß. Da braucht man nichts mehr. Sehe ich genauso. Ja. Ich mache das Kompliment bei ihr jede Woche, aber bringt alles hier nichts. Wieso? Ja, Jule, wieso? Tja, manchmal bringen halt Komplimente nicht nur Worte zählen, sondern Taten zählen. Okay, Taten. Jule, ich nehme dich beim Wort. Jule hat ja vorhin gesagt, ich würde mich darüber freuen, wenn du jonglieren könntest, und zwar mit 3 Mikros. Ich werde es üben. Ich hoffe das. Nur für dich. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, glaubst du, kannst du schon? Aber nein. Ich mach mal du hast ja eigentlich. Jetzt komm mal vor dir auf die Knie. Das ist schon mal meine erste Bewegung heute, ja? Aber eigentlich hast du ganz schön viel vor. Du möchtest jonglieren mit 3 Mikros lernen. Du möchtest noch bis nächstes Jahr ein Sixpack haben. Also es ist schon einiges, was du schon vorgenommen hast. Ne? Golf spielen natürlich auch. Wir haben einen Jongleur in der Redaktion. Habe ich was verpasst? Wie, was für ein Jongleur? Wo, wer denn? Jonas aus der Rema ist ein Jongleur? Super! Jedenfalls habe ich jetzt jemanden, der mir das beibringen kann. Als Bachelor, wenn man jetzt den Namen trägt, ist ja vielleicht irgendwo Freud, aber auch manchmal eine Belastung, oder? Ja, okay, den Namen hat man weg. Ich glaube auch, der Name wird nie wieder von mir gehen, was aber auch auf der einen Seite in Ordnung ist. Die Leute haben mich als Bachelor kennengelernt und klar möchte man irgendwann als Paul Janke wahrgenommen werden, aber ich glaube, mit dem Bachelor wird man mich immer in Verbindung bringen. Auch die Rose gehört immer noch dazu. Insofern sehe ich das mit einem lachenden Auge eigentlich, weil das Format hat mich groß gemacht und ich habe eigentlich auch nichts dagegen. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn die Leute einen irgendwann nicht mehr als Hey Bachelor ansprechen, sondern Hey Paul ansprechen. Hat Paul noch Rose dabei? Irgendwie immer nein, so. Ich habe heute keine Rosen dabei. Aber ich dachte, du gibst mir heute eine. Hätte ich gewusst, dass du da bist, hätte ich natürlich eine mitgebracht. Ja, weiter. Immer noch bei vielen Veranstaltungen ist die Rose immer noch da. Insofern bin ich immer noch sehr vertraut mit der Rose. Ja. Bitteschön. Aber du musst schon den Satz dazu bringen. Ey, so kann man mein Herz nicht gewinnen. Würdest du diese Rose annehmen? Ist das eine türkische Rose oder warum ist die ja, grün? Ja, türkische Rose. Oh, Bachelor, komm schon. Leider habe ich nichts. Ein bisschen mehr an. Leider habe ich nichts anderes dabei. Okay, Paul, ich nehme sie an. Ja. Für dich tue ich das gerne. Schön. Meine Freunde, Gitta Sachs ist da. Schön, dass du da bist. Hallo. Back in Hamburg. Ich habe gerade erzählt, ich habe ja mal hier gelebt und ich freue mich extrem, dass ich wieder hier bin, dass André mich eingeladen hat und ja, schön wieder Hamburger Luft zu schnuppern.
Also, Frau Sachs, das Jahrhundert Playmate. Gott, ich bin nervös. Mir schlottern gerade die Knie. Oh, ja, wirklich. Doch gar nicht. Doch, doch, ist so. Es ist so ein besonderes Interview, ja, wenn man überlegt, dass man eigentlich so eine Frau, die ja im Jahre 2000 gewählt wird und da, hey, die. Dass du eigentlich mein Sohn sein könntest. Oder was? Ja, das ist jetzt aber voll doof. Das ist jetzt unromantisch. Ja, das ist sehr unromantisch. Ich versuche gerade vor laufender Kamera zu flirten. Also mehr kann ich auch nicht machen. Nein, danke. Ich weiß dein Kompliment sehr zu schätzen und ich freue mich auch wirklich hier zu sein. Und ja, es sind ja, deshalb scherze ich auch gerne damit, mit dem Jahrhundert. Ich bin zwar noch nicht wirklich ein Jahrhundert, aber der Titel kann mir niemand nehmen. Die nächsten 80 Jahre. Jetzt habe ich ihn ja schon fast 20. Man kann schon stolz darauf sein und immer noch darauf aufbauen. Und ist das aber vielleicht nicht ein bisschen für einen selber schwierig, immer damit konfrontiert zu werden? Also ich sag mal, wenn man jetzt nur reduziert werden würde und auch sonst nur, sag ich mal, Däumchen drehen würde, wäre das natürlich schon wenig. Aber ich sag mal, ich genieße den Titel und es ist auch schön, immer mal wieder ihn zu hören, auch von den anderen. Und ich bin auch sehr stolz, aber ich mache natürlich sehr viel anderes und habe daraufhin viel aufgebaut. Also ich habe jetzt ein Buch geschrieben, eine CD gemacht, aber als DJ, als Autorin, als Moderatorin. Also ich habe einfach halt auch so den Titel genutzt, um das Beste draus zu machen und an meiner Marke zu arbeiten. Ja, Herr Zirke, apropos Marke, Herr Zirke ist ja auch eine Marke in unserer City. So, hier, wir haben mit Herrn, Moment, ich darf das Kompliment, wir haben mit Herrn Schenkenberg angemacht, jetzt ist Gitta Sagda, was kommt denn jetzt als nächstes? Also ich bin ja schon da, aber mich kann ja eh keiner mehr toppen. Aber jetzt warten wir doch erstmal auf dein Sixpack, ne? Dass du im März mitlaufen kannst, ne? Oder? Ich wollte das nochmal erwähnen, weil jetzt habe ich mal die laufende Kamera. Ja. Nein, nicht gefordert, Gitta. Das Problem ist, dass wir im September, sprich vor 2 Monaten, irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Hast du eine Wette gemacht? Ja, ich habe eine Wette gemacht, indem ich gesagt habe, ich habe auch so ein Sixpack in einem Jahr wie Schenkenberg. Aber ihr habt doch so tolle Fitnessstudios. Also hier in Hamburg, oder? Wir waren ja jetzt. Erkennt's mir von draußen. Ich laufe immer vorbei. Ja, im Winter, also du musst jetzt schon ein bisschen was machen, weil du weißt ja, Weihnachtsspeck möchte ich jetzt nicht sagen, aber die Weihnachtskekse warten. Also ich finde es doch eine tolle Motivation, oder? Danke, André. Bist du so ein Sportmuffel? Na, bin ich gar nicht, aber ich möchte ihn ein bisschen, ich will, dass er mich ein bisschen unterschätzt, weil es ist besser. Der Überraschungseffekt. Ich will ja auch nicht mit einem Sixpack zurück, sondern mit einem Eightpack. Ja, und ich den Tenpack, ne? Bis zum Knie. Mein lieber Scholli. So, ich glaube, Gitta ist kalt, oder? Ein bisschen. Wollen wir reingehen? Gerne. Ich werde dich verfolgen. Ich stehe hinter dir, ganz dicht. Vor allem, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, was André für tolle Mode hat, weil er hat ja nicht nur tolle Männermode, sondern auch viel für uns Frauen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt mal ein bisschen shoppen. Los geht's. Liebe Freunde, jetzt wisst ihr alles, was sich in so einer Damenhandtasche befindet. Das Wichtigste, natürlich immer Lipgloss, Abdeckstift, Puder, Tuschkasten. Nein. Aber das muss man aber dabei haben. Lipgloss und Eyeliner und sowas muss man haben. Doch, aber es ist auch häufig so, wenn man dann ins Badezimmer geht, da sind dann ganz viele andere Frauen, die auch irgendwas davon dabei haben. Deswegen ergänzt sich das ganz gut. Ja, tauscht man sich aus quasi? Doch, wenn man da Leute kennt, dann doch auf jeden Fall. Okay, beim nächsten Mal, wenn ich auf Männerklo gehe, werde ich auch mal fragen, ob mein Nachbar. Ja, was? Ja, das ist. Was Männer brauchen ja keine Schminke. Aber was ist denn meine. Ja, stimmt, wir haben ja gar nichts, das ist ja schlimm. Da könnte höchstens jemand irgendwie noch Haarspray für deine Haare haben, damit das besser sitzt, aber ansonsten. Oder, wie unsere Visagistin gesagt hat, auch Männer brauchen Make-up und Puder. Das heißt, da muss ich zu den Frauen. Benutzt du denn Make-up manchmal? Ich nie, nein. Sieht man doch, oder? Ich benutze nie Make-up. Leider muss man beim Fernsehen ab und zu Make-up benutzen, führt kein Weg dran vorbei. Ja, habe ich mir schon gedacht. Mike ist nämlich heute zuständig für die Verköstigung hier beim 6. Geburtstag von André. Genau. Und jetzt, weil ich kenne ja Weißweinflaschen, aber so große Weißweinflaschen kenne ich nicht. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen heute einmal einen auf große Pulle.
Natürlich. Und schenk mal die 1,5 Liter Flaschen aus. Oder wir Hamburger sagen gerne einen auf dicke Hose, ne? Einen auf dicke Hose. Und die dicke Hose kommt hier aus Franken. Das ist ein ganz besonderer Wein, nämlich das Weingut Bösneck. Das ist ein Silvaner aus einem großen Gewächs. Da gibt es insgesamt nur circa 1000 Flaschen von. Das ist ein sehr edles Produkt. Und das nur für André Zicke heute Abend. Was, wir haben heute 1000 Flaschen Weißwein? Ungefähr, ja. So, das war's vom kleinen Geburtstag von André Zirke. 6 Jahre André Zirke Couture. Tolle Atmosphäre, nette Leute, tolle Talks auf jeden Fall. Und natürlich eine fantastische Gittersachs. Ja, das Jahrhundert-Playmate. Ich muss sagen, wow, was für eine atemberaubende Frau. Immer noch sehr sympathisch, sehr hübsch, auf jeden Fall aber eine super freundliche Persönlichkeit. Ja, ich gebe ab zu meinem Kollegen Bedo und ich hoffe, ich irre mich nicht, wenn ich sage, er müsste gerade im Logo stecken. Ja, denn im Logo, da befindet er sich beim Interview mit dem Rapper Weekend. Also Bedo, zurück zu dir an die Bühne. Ich glaube, damit liege ich richtig. Bis dann.